Die Zahl derer, die kurz nach der Weltwirtschaftskrise 1930 bereit und in der Lage waren, den damals beachtlichen Betrag von 825 britischen Pfund für ein Automobil auszugeben, war überschaubar. So viel kostete 1934 der elegante, sportliche Sunbeam Speed 20 Monte Carlo. Man hätte für diese Summe auch einen Alvis Speed 20 oder einen Lagonda 4,5 oder zwei Jaguar 3,5 Liter oder 7,8 bekommen können. Bestechend am Sunbeam Speed 20 Monte Carlo war jedoch der sportliche Ruf, den sich die Marke auf den Rennstrecken erarbeitet hatte, die Fortschrittlichkeit der Technik und die Qualität der feinen Innenausstattung. 1923 war es ein Sunbeam, der den ersten britischen Grand Prix-Sieg aus Frankreich mit nach Hause brachte. 1924 holte sich Sunbeam den spanischen Titel. Fünf Höchstgeschwindigkeitsweltrekorde, die Teilnahme beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und der Sieg in der Komfortklasse 1930 bei der Rallye Monte Carlo verliehen den Verkaufszahlen von Sunbeam Flügel. Mit dem hier gezeigten 1934 Speed 20 mit der sportlichen Sonderkarosserie Monte Carlo sowie einer um 12 PS angehobenen Leistung würdigte Sunbeam diese Erfolge mit einer werkseitigen Kleinsäge. Ab 1933 bis 1934 wurden 98 Fahrzeuge als Rolling Chassis für Fremdkarossiers oder als Monte Carlo Pillarless Saloon gebaut. Dies ist eines von fünf überlebenden Exemplaren. Die Bezeichnung Pillarless weist auf die fehlende B-Säule hin. Die Türen greifen beim Schließen direkt ineinander. Die Sunbeam Speed 20 Modelle zeichneten sich durch ihre hohe Handwerkskunst, Kraft und Geschwindigkeit aus. Angetrieben wird der Sunbeam Speed 20 Monte Carlo durch einen laufruhigen 2,9 Liter Reihen-Sechszylinder-Motor. Mit seinen 72 PS bei 3600 Umdrehungen in der Minute erreicht die sportliche Limousine eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 135 km pro Stunde. Der langhubige Motor sorgt für ausreichend Schub aus den niedrigen Touren, was ein entspanntes und schaltfaules Fahren ermöglicht. Die Karosserie weist eine sehr sportliche Linie auf. Eine sehr hohe Seitenlinie und die tiefgezogene Dachlinie verleihen dem Sunbeam Monte Carlo ein sehr dynamisches Aussehen. Lederausstattung, ein großes Schiebedach, ein exakt passendes Kofferset und sogar eingebautes Bordwerkzeug gehören mit zur Grundausstattung. Technischer Fortschritt wurde bei Sunbeam großgeschrieben und spiegelt sich auch in dem hier gezeigten Fahrzeug wider. Technische Feinheiten wie Spulenzündung, mechanische Benzinpumpe, hydraulische Bremsen in manchen Rädern und Zentralschmierung waren Standard. Der Sunbeam Speed 20 Monte Carlo ist ein sehr seltener One-Off-Oldtimer und sorgt mit seiner sportlichen Eleganz sicherlich für große Sympathie.
Er markiert den Zenit einer der großen britischen Automobilmarken, die wenig später im Jahr 1935 aufgrund der Wirtschaftskrise schließlich doch die Tore in Wolverhampton schließen musste. Die Marke wurde von der Roots-Gruppe übernommen.